Hallo meine Freunde, herzlich willkommen bei einer neuen Folge Let's Play Kerbal Space Program. Und wir machen natürlich da weiter, wo wir aufgehört haben. Ich habe seit dem letzten Mal ein bisschen rumgeforscht. Wir wollten ja ein Buddy Spaceship bauen. Und ich habe gesehen, es gibt einen Space Plane Hangar, wo man dann vorher mal so ein bisschen auch testen kann. Und ich habe ein neues Buddy Vehicle gebastelt. Und das sieht so aus. Ich meine, sieht nicht schlecht aus, aber es fliegt noch nicht so gut. Die hatte ich das letzte Mal zusätzlich dran gemacht. Hätte ich vielleicht nicht unbedingt machen sollen. So von außen sieht es schon mal fast aus wie ein richtiges Space Shuttle. Ich hatte auch schon überlegt, noch ein paar Änderungen durchzuführen. Aber das Tolle daran, an diesem Space Plane Hangar ist ja, man kann das, ich zeige euch das gleich mal, von der Startbahn quasi direkt hochstarten lassen. Und das ist natürlich echt cool. Da muss man sich nicht die Arbeit machen, das dann später im Weltraum erst zu testen und erst ins Weltall hochschießen zu müssen, sondern man kann halt gleich testen, ob das ob dieses Spaceship sozusagen, das Space Shuttle auch wirklich fliegt. So, das heißt auch, oh, hier habe ich gesehen, ich habe ja eine Stufe vertauscht, aber das lässt sich ja hier am Start auch noch ranziehen. Also ich habe jetzt hier auch das Ganze mit den Füßen so weit hinbekommen, dass wir ja eins in der Mitte haben und zwei draußen dran. Die Startbahn scheint ein bisschen abschüssig zu sein. So, man hört schon, die Flugzeugturbinen sind am Arbeiten. So, wir versuchen natürlich auch hochzuziehen. Aber man sieht schon, leider lässt das Buddy Space Vehicle noch zu wünschen übrig. Es hebt nur nicht ab und landet meistens im Wasser. Deswegen teste ich da auch noch einige Sachen aus. Die Flügel hatte ich das letzte Mal anders gehabt. Da hat es dann auch sogar mal mit dem Start geklappt. Ich gehe auch davon aus, dass das Spaceship selber in der Luft tauglich ist zum Fliegen. Ja, hier unten die Ansaugventile noch für die Düsen. Diese Düsen brauchen nämlich immer Ansaugventile, die man hier benutzt. Das ist einmal hier hinten für das sozusagen. Also dieser Antrieb braucht Ventile, so wie das. Und dieser Antrieb braucht auch so ein Ansaugventil wie dieses hier. Ja, und an diesem habe ich dann natürlich gleich den Flügel mit angebaut. Und an den Flügel habe ich natürlich noch was angebaut, das man dann abheben kann. Aber das klappt leider noch nicht so, wie ich mir das wünschenswerterweise erhofft habe. Vielleicht brauchen wir noch zusätzlichen Auftrieb an der Seite irgendwie. Vielleicht brauchen wir zwei Flügel. Also insgesamt vier dann sozusagen. Machen wir hier nochmal, vielleicht einen zusätzlichen Auftrieb noch erzeugen können. So, da haben wir dann diese Dinger hier. So, man muss das immer mal ein bisschen drehen, dann passt das irgendwann auch. Wir versuchen es einfach nochmal, unsere Mannschaft dem Tode zu weihen. Unsere guten Crewmitglieder. Es tut mir ja wirklich sehr leid. Für die, die jedes Mal mitfliegen müssen hier. Ah, ich habe vergessen, hier die zweite Stufe wieder reinzubasteln. Erhöhen wir mal. Gucken mal, was er sagt. Boah, das hört sich auch richtig an wie so ein Jet, der gleich abhebt. Ich hoffe ja, dass es gleich am Ende der Startrampe irgendwann abhebt. Aber irgendwie will er noch nicht wirklich. Boah, jetzt hat er die Nase schon in die Luft gestreckt gehabt. Ha! Haha! Es fliegt! Yeah! Wir fliegen! Wir fliegen! Ja! Yeah! Wir sind nicht ins Wasser gefallen! Haha! Leute! Oh! Verhält sich auch in der Luft etwas unruhig noch.
Aber ich bin sicher, wir können das irgendwie ausgleichen. Oh, nicht drehen, nicht drehen. Also wenn wir das an eine Rakete anbringen würden, sage ich mal, ne, die das bis zur Umlaufbahn hochschießt, dann könnten wir damit garantiert auch bis zum Mond fliegen, würde ich mal meinen. So, mal gucken, wie hoch wir damit kommen. Das Tolle ist, wir können dann gleich mal auch eine Landung probieren, wenn wir nicht zufällig auf dem Wasser sind nachher. Also einer guckt ja ganz, naja gut, die gucken alle drei ganz erschrocken. Scheiße. Diese armen, kleinen. Aber guckt mal, wie es fliegt. Unser Buddy-Spaceship hebt ab und fliegt. Ich hoffe mal, es schafft es auch, bis in den Weltraum zu fliegen. Also hier diese Jet-Turbinen, diese Tanks, da habe ich natürlich nochmal extra Fuel-Tanks mit dran gebastelt gehabt. Ich hoffe, das versorgt das auch alles einigermaßen erstmal. Wir haben hier die Intake-Air natürlich für die Turbinen des Space Shuttles. Im Weltall haben wir, glaube ich, keine Luft, die wir da wirklich groß einnehmen können. Deswegen hoffe ich ja mal, dass wir mal wenigstens bis zum Orbit vordringen können, damit wir mal gucken können, ob es da überhaupt noch funktioniert. Dann wären wir hier wenigstens die ersten im Orbit und wir können uns dann langsam Sorgen drüber machen um einen Ausstieg am Space Shuttle und solche Sachen. Ja, den Ausstieg brauchen wir ja auch mit einer Treppe am besten, weil wir wollen ja dann irgendwann mal so ein Space-Mobil auf den Mond hochschießen und so. Okay, jetzt ist auf jeden Fall, sind auf jeden Fall die einen Fuel-Tanks erschöpft. Und der andere sagt gerade gar nichts mehr. Scheiße. Das ist tatsächlich meine Befürchtung dann in die Tat umgesetzt worden, dass wohl die Turbojet Engine da nicht funktioniert hat. Oder nicht mehr funktioniert, sobald man in den Orbit eintritt. Das heißt, das Vehikel selbst an sich braucht noch einen anderen Antrieb. Naja, wir bewegen uns auch wieder hier auf die Erdumlaufbahn zu. Das heißt, setzen dann nachher gleich noch zur Landung wahrscheinlich an. Wie lässt sich es denn im Weltall überhaupt steuern? Ja, ganz normal, wie so ein Spaceship, was wir ja schon gebaut haben auch. Ja, da können wir ja schön schauen, ob wir vielleicht irgendwie noch eine Landung hinbekommen. Aber hier ist leider Ozean. Das ist schlecht. Ozean ist nicht gut. Aber dafür habe ich auch zwei Fallschirme, die wahrscheinlich zu wenig sind, schätze ich jetzt einfach mal. Wie es so schön im Weltall rumtreibt. Ganz toll. Und man sieht auch schön, wie dann die Router hier an den Seiten funktionieren. Links und rechts. Und hoch und runter. Das ist wenigstens mal schön zu sehen. Ah, und auf der Erde fängt tatsächlich die Turbine wieder anzuarbeiten. Stabilisieren wir das Ganze doch mal. Vielleicht schaffen wir es, eine Landung hinzulegen. Nein, nicht drehen! Nicht rudeln! Deswegen habe ich doch dieses Anti-Drehzeug da eingebaut. Mensch, das hört doch mal auf. Wir befinden uns im freien Fall. Fuck. Ich schalte einfach mal alles auf manuell. Vielleicht können wir es abfangen. Aber hier ist weit und breit kein Land in Sicht, meine lieben Kürbels. Das tut mir sehr leid.
Ich werde einfach mal die Fallschirme ausfahren und die Engines hier. Ah, das habe ich mir schon fast gedacht. Nein! Alle tot. Okay, also wir wissen jetzt schon mal, das Spaceship selbst funktioniert nur mit Luft. Also jedenfalls die zwei Antriebe dann hinten. Da müssten wir sozusagen den anderen noch ersetzen. Durch einen, der normal ist und noch mit ganz normaler Energie funktioniert. Dann brauchen wir natürlich auch das hier nicht mehr. Dann reichen die uns ja theoretisch aus, um uns dann in den Weltraum zu bringen. Und dann brauchen wir natürlich noch eine zweite oder eine dritte, je nachdem. Wie groß ist denn das? Das ist sehr groß. Wahrscheinlich zu groß, ist auch zu groß. Eine, die nicht ganz so viel verbraucht. Liquid Fuel Engine 260. 60 ist ja relativ wenig. Dann nehmen wir einfach mal so ein Kernspinn-Dingsbums. Propellants, Liquid Fuel, Flameout Threshold, Thrust Vectoring Enabled, Range. Okay. Was man natürlich auch immer brauchen, ist Energie und irgendwas, was die Energie dann auch auflädt. Das heißt, wir brauchen definitiv eine aufladbare Batterie. Electric Charge 400, nur 100. Also hier brauchen wir auf jeden Fall zwei Batterien, die das ganze Jahr versorgen. Hier haben wir auch einen Ausstieg dran. Hier haben wir auch einen Ausstieg dran. Und ich würde sagen, wir arbeiten dann einfach beim nächsten Let's Play weiter. Also, meine Freunde, bis dahin. Tschüss. Ach, ich kann kaum aufstehen, meine Beine. Ist mir schwindelig. Spock, wie geht's dir? Oh oh, die sehen sich nicht sehr freundlich an gerade. Ich glaube, es gibt wieder eine kleine Meinungsverschiedenheit. Auf die Fresse! Oh!